100 Tage Standzeit für das Zimmerpflanzen-Aquarium und damit hallo zu diesem Video. Etwas mehr als 100 Tage sind es jetzt schon. Ich bin da ein bisschen im Verzug mit diesem Video, also etwas mehr als 3 Monate jetzt für dieses Aquarium und eine super Gelegenheit, mal zu schauen, wie sich das Ganze bis hierher entwickelt hat. Wenn man so ein Projekt etwas engmaschig mit der Kamera begleitet, so wie ich das gemacht habe, die komplette Playlist findet ihr bei mir auf dem Kanal, dann ja, macht es auf jeden Fall einen Riesenspaß, sich mal die alten Aufnahmen anzuschauen. Wie ging es überhaupt los? Wie ist es entstanden? Und ja, wenn man das Ganze mit jetzt vergleicht, was sich innerhalb von 3 Monaten ja, gebildet hat oder entstanden ist, dann hat das schon eine richtig ordentliche Entwicklung mitgemacht. Der Unterboden besteht ja hier aus Lavamulch. Das ist ganz normaler handelsüblicher Lavamulch, den man im Baumarkt kaufen kann. Da habe ich überhaupt nichts Besonderes verwendet. Mein Ziel war ja hier grundsätzlich, das Ganze als Low-Budget-Projekt laufen zu lassen. Also nicht irgendwie alles fix und fertig hinzustellen, sondern es sollte in jedem Falle ein Projekt sein, was sich im Laufe der Zeit entwickelt. Der Hauptaufbau besteht aus 3 etwas größeren Lavabrocken, wie man ja hier ganz gut auch sehen kann. Und der Sandboden, den ich hier noch zu Beginn drin hatte, ist von der Firma Schicker Mineral. Das ist ein beiger Filtersand mit einer Körnung von 0,4 bis 0,8 mm. Ich verlinke das Ganze alles nochmal in der Videobeschreibung. Da findet ihr sowieso einige Produkte, die ich regelmäßig im Einsatz habe, wo ich sagen kann, okay, die sind, ja, das habe ich selber verwendet oder ich verwende es selber. Und das sind Dinge, die kann ich in jedem Falle empfehlen. Der Sand von Schicker Mineral hat einen riesen Vorteil. Er ist einfach vorgewaschen. Man muss nicht mehr irgendwie da großartig Zeit investieren, um das Ganze nochmal durchzuspülen. Der ist direkt klar, wenn man das Aquarium befüllt. Leicht trüb, ja, aber das Ganze innerhalb von wenigen Stunden ist dann auch wirklich klar. Ja, der Grundaufbau, wie gesagt, 3 Lavabrocken und dann habe ich mir einiges an Wurzelhölzer geschnappt, was ich noch an kleinen Brocken da hatte. Also überhaupt gar keinen großen Aufwand betrieben hierbei und das Ganze mit Java-Moos bepflanzt. Unter Wasser sollte sich sowieso nicht so arg viel an Bepflanzung abspielen, deswegen auch lediglich Java-Moos, was ich hier zum Start eingebracht habe. Etwas später kam mir dann noch die Hydrocotyle Tripatitia dazu, kommen wir gleich noch zu. Und dann war es erstmal so weit, dass ich hier erstmal das Becken befüllt habe und auch mal den Filter gestartet habe. Ja, Thema Filter, da bin ich ja auch so ein bisschen hin und her gependelt. Am Anfang war es ein kleiner Mini-Hang-On, dann war es mal zwischendurch ein luftbetriebener Schwammfilter und jetzt mittlerweile ist es wieder der Mini-Hang-On. Der ist absolut unterdimensioniert für dieses Aquarium. Da geht es mir auch gar nicht um die Filterleistung an solches. Der soll lediglich mechanisch etwas nachfiltern, also Schwebeteilchen rausholen. Und ja, die hauptsächliche Filterung soll vom Becken selbst kommen. Und das muss ich schon mal vorab schicken. Jetzt nach 3 Monaten Standzeit läuft das Ganze richtig ordentlich. Natürlich, die Lava hat da hier einen Vorteil durch diese hohe Porosität von dem Lavagestein. Hat es eine super Siedlungsfläche für Bakterien. Und das macht schon einiges aus, wenn man da ordentlich Lava integriert. Da muss ich gleich auch mal vorausschicken, da gibt es ja immer so bestimmte Mythen, dass man ja keine Lava einbringen sollte, da sich die Tiere daran verletzen könnten oder sonst irgendwas. Ja, das ist teilweise auch ja, eine Menge Schwachsinn dabei, was da teilweise so verbreitet wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir noch kein Tier an Lava verendet ist, weil es sich irgendwie aufgeschuppt hat oder sonst irgendwas. Ich glaube, Fische wissen da manchmal schon ganz gut, was sie zu tun haben und was eben nicht. Und die können sich schon ganz gut an die Gegebenheiten anpassen. Oder besser gesagt, mit den Gegebenheiten zurechtfinden. Ja, also wie gesagt, Lava kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn es nur ja, kleine Brocken sind, die man vielleicht versteckt irgendwohin hinsetzt, die gar nicht so offensichtlich irgendwo sind. Es hat in jedem Falle eine super Filterleistung oder Filterwirkung und wirkt sich definitiv positiv auf das komplette Aquarienklima aus. Dann lief das Aquarium auch erstmal so, wie es jetzt hier steht, für ein paar Tage, denn ich musste mir über die immerse Bepflanzung noch so ein paar Gedanken machen. Und ich habe mich dann erstmal hier bei uns so umgeschaut, was haben wir denn überhaupt noch da, was man verwenden könnte. Und ziemlich schnell war mir dann klar, okay, die Efeutute Enjoy könnte es definitiv werden. Und ich hatte hier noch eine ja, Orchidee, eine Dendrobium, die war ja im Topf kultiviert und wollte einfach seit mehreren Monaten, muss man schon fast sagen, überhaupt nicht mehr blühen, da war wachstumsmäßig überhaupt nichts mehr zu sehen.
Ich dachte mir, okay, deine letzte Chance jetzt, du bist jetzt hier im Aquarium mit integriert und dass ich das Ganze ja nicht bereuen sollte. Ich glaube, das können wir hier auf den aktuellen Bildern ganz gut sehen. 3 Monate später steht sie da, ist am Blühen, hat einen Neuaustrieb und ja, wirklich fantastische Entwicklung, alleine was diese Dendrobium-Orchidee betrifft. Grundsätzlich bei der Bepflanzung im immersen Bereich wollte ich so natürlich wie eben möglich vorgehen. Ich wollte hier nicht mit irgendwelchen Aquaponik-Einhängetöpfchen arbeiten. Das wirkt mir ja alles so unnatürlich. Und mein Weg war hier, das Ganze so natürlich wie eben möglich zu gestalten. Und ich denke mal, das kann man hier an der Orchidee auch ganz gut erkennen, dass sie ja lediglich zwischen der Lava und den Hölzchen soweit ja eingeklemmt ist, verkantet ist, dass sie entsprechend hält, dass die Wurzeln ja feucht stehen und das Ganze irgendwo ja eben diesen natürlichen Effekt hat, als wenn diese Orchidee aus dem ja, Gestein herauswächst. Bei der Efeutude Enjoy habe ich auch keinen sonderlich großen Aufwand betrieben. Hier ist es lediglich so, dass die Wurzeln komplett im Wasser stehen und die Pflanze sich an einem Ranggitter hinaufschlängeln kann bzw. hinaufwachsen kann. Und ja, das würde ich sagen, macht sie auch ganz ordentlich. Also alles in allem hat sich die Pflanze ungefähr verdoppelt jetzt im Laufe dieser 3 Monate. Ich blende jetzt einfach nochmal ein paar Bilder ein von der ursprünglichen Größe der Pflanze und dann nochmal dahinter ein paar Aufnahmen vom jetzigen Zustand. Also ich glaube, das ist schon ordentlich, was die Pflanze hier an Wachstum zugelegt hat. Vielleicht vorab schon mal erwähnt, bevor das irgendwie untergeht. Also gedüngt wird das Becken ja ziemlich sporadisch. Also hier nutze ich von Aqua Rebelle den NPK-Dünger und auch den Eisendünger und ich gehe da überhaupt nicht nach irgendeinem Düngeplan vor. Da gibt es einmal in der Woche von allen beiden mal einen Spritzer und das war's. Also an der eigentlichen Düngeempfehlung völlig vorbei, völlig nach unten korrigiert das Ganze und absolut auf einem ziemlich niedrigen Level. Ich denke mal, das sieht man den Pflanzen aber auch an, falls die da irgendwelche Mangelerscheinungen haben, kann man immer noch reagieren und nachdüngen, aber das hat jetzt in den 3 Monaten hier super gut funktioniert. Ja, ursprünglich hatte ich auch noch vorgehabt, eine Grünlilie hier einzusetzen. Das wäre mir allerdings vom ja, Blattwachstum ein bisschen zu mächtig geworden. Ich bin dann auf eine Phalaenopsis noch gegangen, die ich hier noch mit integriert habe. Die habe ich mir einfach aus dem Baumarkt geholt und die war natürlich auch schon am Blühen, wie das eben so mit Baumarkt-Orchideen ist. Völlig klar. Und die hat auch relativ lange geblüht. Mittlerweile ist sie wieder verblüht. Sieht man jetzt hier an den aktuellen Bildern, die Dendrobium steht wunderbar, aber eben die Phalaenopsis, ja, da ist jetzt erstmal Warten angesagt, bis hier sich neue Blüten entwickeln können. Das einzigste kleine Problem, was ich hatte, war, ja, dass wenig Wasserbewegung vorhanden war. Das natürlich bedingt durch diesen kleinen Mini-Hang-On-Filter, der zum einen nicht viel Leistung hat und zum anderen der komplette Wasserauslauf immer wieder an diesen Lava-Aufbau dran gedrückt ist. So konnte hier überhaupt gar keine vernünftige Wasserbewegung im kompletten Becken entstehen. Und auf der rechten Seite, speziell auf der rechten Seite, war es dann eben so, dass das Wasser mehr oder weniger komplett stand. Ich bin dann ziemlich schnell auf die Idee gekommen, hier so eine kleine Erhöhung zu erschaffen und das Ganze über einen kleinen Wasserlauf zu realisieren, sodass hier keine stockigen Stellen weiter entstehen konnten und zumindest ein bisschen ja, Wasserbewegung vorhanden ist. Das Ganze habe ich über eine kleine Zimmerbrunnenpumpe gelöst, die hat eine Leistung von 200 Liter in der Stunde, läuft aktuell auf der Hälfte, also auf der halben Leistung und es ist eben so, dass im Hintergrund die Pumpe verbaut ist. Natürlich, die Pumpe hat eine eigene Sogwirkung, also saugt das Wasser an, transportiert es über die Luftschläuche auf diese kleine Erhöhung, worauf es dann wieder ins Becken zurücklaufen kann. Das Ganze soll gar nicht so arg viel Getöse machen, lediglich so ein leichtes Plätschern ist vollkommen okay. Bei Bedarf könnte ich das Ganze erhöhen, aber das war bisher überhaupt nicht nötig. Eine Kammhaut bildet sich hier nicht. Das ist mir, ja, seitdem ich die Pumpe drin habe, nicht ein einziges Mal passiert. Also ich denke mal, der komplette Nährstoffaustausch, der ist auf einem Niveau, wo er sich definitiv die Waage hält. Klar, logisch, die Pflanze verbraucht natürlich einiges, besonders die Efeutude Enjoy zieht schon einiges raus, das definitiv. Aber es ist eben auch so, dass ich hier nicht übermäßig nachdüngen muss und das Ganze scheint sich soweit ganz gut die Waage zu halten.
Die kleine Erhöhung habe ich gebaut über kleine Holzstücke, die ich eben noch so gefunden habe. Auch die wiederum bepflanzt mit Javamoos. Und nebenbei habe ich da noch eingebracht die Hydrocotyle tripatitia. Ich fand da einfach diese kleinen Blättchen von der Hydrocotyle tripatitia ziemlich ansprechend, auch super gut passend in Verbindung mit dem Javamoos. Damit das Ganze auch dann irgendwo optisch zueinander passt. Und ich muss schon sagen, das finde ich zumindest ist ein optisch ganz ordentlicher Mix, der hier eingebracht wird. Viel mehr bepflanzen möchte ich fast gar nicht. Das Ganze soll allerdings nochmal komplett bewachsen sein, das definitiv. Aber eben dann nur von der Hydrocotyle und auch eben vom Javamoos. Eine zusätzliche Pflanze in dem Sinne als Art möchte ich hier überhaupt nicht einbringen. Das Einzige, was mir noch so ein kleiner Dorn im Auge war, war dieser helle oder dieser beige Bodengrund. Das allerdings aber auch nur wegen der Neocaridina Orange Chili, denn ja, die schönen Orange Chili Garnelen in Verbindung mit zu hellem Bodengrund wirken einfach nicht. Das sah ein bisschen komisch aus und deswegen war das hier nochmal der Fall, dass ich hier nochmal ran musste und ja, ich habe den kompletten Bodengrund nochmal ausgetauscht gegen jetzt mittlerweile schwarzen Kies mit einer Körnung von 1 bis 2 mm. Und ich muss schon sagen, das Ganze wirkt jetzt in jedem Falle stimmiger. Die Farben der Garnelen kommen definitiv besser zur Geltung. Und ja, jetzt nach 3 Monaten muss ich sagen, okay, jetzt ist das Aquarium so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Den Bodengrund hätte ich nicht ausgetauscht, wenn es die Orange Chili Garnelen nicht gewesen wären, die ich hier einbringen wollte. Gut, das Ganze hätte ich mir vielleicht ein bisschen vorher überlegen können, hätte ich mir die Mühe sparen können mit dem Bodengrund austauschen. Aber so ist das manchmal. Manche Dinge entwickeln sich eben erst oder das ist ja auch das Schöne irgendwo, dass man ja manchmal einfach reagieren kann oder ja reagieren muss, damit so ein Projekt dann auch ordentlich da steht, wie es steht. Grundsätzlich ja kein Projekt, was ich gestartet habe, was irgendwie ja sofort fertig da stehen sollte. Hier ging es mir schon in erster Linie darum, auch mal so ein bisschen die Erfahrung mitzunehmen, was ist möglich, was kann man machen, auch im gestalterischen Bereich, gerade im Immersion-Bereich und das Ganze eben auf einer natürlichen ja, Herangehensweise, auf einer natürlichen optischen Herangehensweise auch und eben nicht über irgendwelche ja, Riesenaufbauten, wo dann Wasserpflanzen quasi eingebuddelt werden, die dann nur nach oben rauswachsen. Das finde ich dann irgendwo auch so ein bisschen verschenkten Raum des Ganzen. Hier ist es ja wirklich so, dass lediglich die 3 großen Lavabrocken das Volumen so ein bisschen rausnehmen. Ansonsten ist es ja so, dass sich der ja, Emesse-Bereich auf diese Holzbrocken und auf zusätzliche kleinere Steine verteilt und das Ganze eben dann auch wirklich sich nur auf dem oberen Bereich abspielen soll. Und ja, das Ganze ist so ein kleines bisschen Blaupause gewesen, auch auf mein Bachlauf-Aquarium im Wohnzimmer. Das verlinke ich euch jetzt nochmal ganz gerne oben, den Start dazu. Da bin ich ja, ja auch was die Erfahrung angeht, nochmal ein kleines bisschen anders da herangegangen und habe das Ganze über eine Verklebung gelöst. Ja, und somit natürlich auch wieder super, dass man irgendwie Erfahrung sammeln kann und das Ganze dann in einem anderen Projekt vielleicht ein wenig anders da machen kann, ein bisschen besser machen kann. Und ja, so entwickelt es sich und so entwickelt man sich selbst auch irgendwo immer wieder ein Stück weiter. Das soll es gewesen sein, 100 Tage Standzeit für das Zimmerpflanzenaquarium. Einfach nochmal eine super Gelegenheit, das Ganze irgendwie zusammenzufassen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wenn ihr Fragen habt, postet es mir doch gerne in die Kommentare oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wie auch immer, immer wieder gerne her damit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.